Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Aikai, und ich mache heute einen Review-Test zu den Handyhüllen von Albelli. Albelli gehört eigentlich zu diesen Fotobuch- und Poster-Ausdruckseiten, doch sie bieten auch Handyhüllen an, wo man seine persönlichen Bilder drauf machen lassen kann. Und das Ganze geht folgendermaßen: auf der Seite von Albelli geht man auf den Menüpunkt Weitere Produkte. Dort bei Handyhüllen kann man dann nachschauen, welche Handymodelle unterstützt werden. In diesem Fall sind das die iPhone 4er und 5er Modelle, das heißt 4, 4S, 5, 5S und falls man Samsung Handy hat, dann das Galaxy S3 und Galaxy S4. Alle Hüllen kosten 19,95 €. Ich hatte das jetzt etwas günstiger, da ich einen Groupon-Gutschein hatte und die Versandkosten belaufen sich auf 2,95 € für Deutschland. Danach geht das folgendermaßen: man wählt eben das Handymodell aus, in diesem Fall war es bei mir das iPhone 5. Wenn man dann auf die Bearbeitungsseite kommt, kann man dann natürlich sein Foto hochladen aus seinen Alben. Und ja, man kann es dann in diverser Weise bearbeiten, man kann es drehen und man kann auch Effekte einfügen wie Schwarz-Weiß oder Sepia. Und ja, man kann dann eben das Bild die ganze Zeit herumschieben, so bis es eben passt. Man kann auch sehen, wie die Hülle dann auch an der Seite aussehen wird. Wenn man fertig ist, gibt man dann noch seine Personalien ein, also so wie immer. Und es dauert dann 5 Tage ungefähr, die Hülle zu produzieren und dann nochmal 5 bis 6 Tage Lieferzeit. Soweit ich mich recht erinnern kann, so viel hat es, glaube ich, bei mir gedauert. Ja, das kommt zustande, da Albelli seinen Hauptsitz in Holland hat. So, das ist jetzt meine Hülle. Ich habe mir ein Afro Samurai Bild drauf machen lassen, da ich ein großer Fan von der Serie bin. Das Bild habe ich auch selber bearbeitet. Das Bild wurde sehr gut auf die Hülle übertragen. Es ist scharf, die Kontraste sind sehr gut und die Farben kommen sehr nah ans originale Bild heran. Ich zeige euch jetzt mal die ganzen Öffnungen. Also die ganze Unterseite ist theoretisch komplett frei, also das Mikrofon, die Lautsprecher, der Anschluss und die Klinkenbuchse. Ja, auf der linken Seite haben wir hier den Leiser und Lauter Button und den Stummschalterknopf auch frei. Und oben haben wir fast eigentlich genauso die ganze Seite frei. Und auf der rechten Seite ist alles bedeckt. Was mir sehr positiv aufgefallen ist, dass die Hülle wirklich sehr stabil aussieht und auch wirklich sehr stabil sich anfühlt. Die Hülle lässt sich wirklich sehr schlecht verbiegen. Dadurch kommt auch sehr wenig Staub auf die Rückseite des iPhones, weil ich hatte da mit anderen Hüllen schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht, die mir mein iPhone eigentlich zerkratzt haben. Um den Fotobereich auf der Rückseite ist ebenfalls ein großes Loch, sodass es keine Probleme beim Fotomachen geben sollte. Ebenfalls, was ich sehr gut finde an der Hülle, ist, dass es diese abgerundeten Seiten vom iPhone gut ausnutzt. Das nutzt es wirklich so gut aus, dass es theoretisch an der oberen Seite überhaupt nicht übersteht, sodass sich es anfühlt, als würde die Hülle von Apple selbst designt worden. So viele Vorteile wie diese Hülle auch hat, hat sie leider auch 2 kleine Nachteile. Zumindest sehe ich das als Nachteil an. Zu einem ist das Innere der Hülle weiß. Man kann das etwas an den Rändern hier sehen. Die zweite Sache seht ihr hier, wo die Volume-Buttons sind. Nämlich ist das hier etwas zu hoch, würde ich sagen. Das heißt, es sieht ein bisschen verbogen aus. Und ich bin mir sicher, dass es genauso angekommen ist. Es ist einfach so ein maschineller Fehler. Also man kann das jetzt eigentlich hier runterdrücken, um zu sehen, wie das wirklich aussehen sollte. Aber man kann es schon eigentlich erkennen, wenn man genauer hinschaut, dass es verbogen ist. Ja, es sieht jetzt nicht so schön aus, aber stören tut es mich jetzt eigentlich persönlich jetzt nicht so sehr. Und deswegen sehe ich das eigentlich nur als kleinen Nachteil an und vor allem, da das wahrscheinlich auch nicht bei allen Hüllen, sondern nur bei der hier. Ja, also mein Fazit ist, ich finde die Hülle wirklich sehr gelungen und ich kann sie wirklich jedem empfehlen. So eine personalisierte Hülle ist doch wirklich was Schönes. Ja, falls euch der Preis jetzt, der Preis von ca. 20 Euro nicht abschreckt, dann denke ich, könnt ihr zuschlagen. Ich habe mich auf jeden Fall sehr über diese Hülle gefreut und bin wirklich kein großer Hüllenträger, aber in diesem Fall benutze ich diese Hülle wirklich sehr gerne.